fahre zum Fichtelberg im Zoe ZE40 R90, wie man sieht, ja, leicht schneebedeckt die Strecke, aber das Fahrzeug ist vollkommen unproblematisch. Wir fahren jetzt von Oberwiesenthal 800 Meter ungefähr auf den Fichtelberg. Fichtelberg-Plateau mit ungefähr 1200 Meter. Und es kommen hier relativ viele Rückreisende vom Skifahren schon entgegen. Winterdienst entgegen, also wie man sieht, die Strecke wird auch gut beräumt. Bergauf ist aber noch ein bisschen leichter wie bergab. Einfach nur langsam fahren. Kommt dann schon der Abzweig Richtung Gottesgau, Počitá, Tschechien, und rechts ist dann das Berghof, Berggaststätte, und rechter Hand ist dann die Auffahrt zum Fichtelbergplateau. Schneehöhe ist noch relativ überschaubar dieses Jahr zwischen Weihnachten und Silvester, aber für Wintersport doch schon ausreichend, auch Langlauf, Abfahrt. Ja, hier links ist der Abzweig Karlsbad, Tschechien. Bei Gasthof, und wir fahren jetzt hier am bei Gasthof Neues Haus noch vorbei und fahren dann Richtung Fichtelberg. Aber wie wir jetzt auf der rechten Seite sehen, hat es ja schon ganz gut geschneit gehabt die letzten Tage. Hat sich schon ein bisschen was angesammelt. In der Stadt Oberwiesenthal wurde ja der Schnee schon auch abtransportiert, abgefahren, damit es nicht zu eng wird. Hier rechts ist jetzt die Auffahrt zum Fichtelberg. Jetzt mal nehmen, jetzt wird es noch mal ein kleines bisschen anspruchsvoller. Jetzt kann man eigentlich hier nur gleichmäßig auf dem Gas bleiben, das Wechsel vermeiden. Man sieht aber, ESP oder so ist ja noch nicht aktiv, also das ist noch, haben wir noch sehr gute Traktion. Entsprechend die Biathlon-Strecke unter dem Parkplatz, und
Seite sehen wir hier schon ein großes Hotel mit Wellness und allen möglichen Schikanen. Dann die Straße, wenn sich der Schnee an der Seite türmt. Haben es aber auch gleich geschafft. Im Fichtelberg in Seemautal, da haben wir noch einen Tesla getroffen. Gäste aus Leipzig, die auf dem Rückweg waren vom Skifahren vom Fichtelberg und ja, doch aufgrund der relativ geringen Anzahl von Lademöglichkeiten dann entsprechend auf Seemautal ausgewichen sind. Wir als Brückenergie Trebach seit September eine Ladestation betreuen. Da hier rechts sieht man schon die Skifahrer. Und jetzt ist der letzte Anstieg. Oben im Nebel ist dann das Fichtelberghaus. Rechts geht die Skipiste, Himmelsleiter geht auf der rechten Seite runter. Und also ein bisschen da aufpassen, da laufen noch Leute. Ich möchte jetzt nicht gerade anhalten an der Steigung, deshalb ziehe ich hier mal vorbei. Zoom mal kurz entsprechend hier an die Schlupf der ISB-Eingriff, ansonsten ist eigentlich alles problemlos. Ja, Parkplatz hier auf der linken Seite, rechts ist nur für die Busse. Schauen, ob wir noch was kriegen, ist halt immer relativ viel los jetzt zwischen den Jahren, das ist es klar. Links Wetterstation Fichtelberg. Ja, das war's. Jetzt sind wir auf dem Fichtelberg angekommen. Also wie man gesehen hat, relativ problemlos möglich, auch mit dem Elektroauto.